Bist du sicher, dass... Ja, ich möchte diesen Einsatz ignorieren, weil diesen brauche ich nicht. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder das Spiel 112 Operator. Ja, ich habe die Karrierepunkte jetzt wieder ausgegeben. Ich glaube, ich habe hier einen Stadtteil gekauft, hier eins und hier das kleine. Ist ja relativ egal. Auf jeden Fall habe ich mir was gekauft. Und ja, da kommt direkt der erste Polizeieinsatz. Ich würde mal kurz die Fahrzeuge ein bisschen etwas verteilen. Und ja, Polizeimotorräder sind eh immer so die Sache. Was ist da? Schemsche. Ja gut, da brauche ich einen Rettungswagen. Das. Ja, ob ich da jetzt ein Motorrad schicke oder nicht, das ist relativ egal, weil irgendwie gefühlt mit einem Motorrad kann ich nichts anfangen. Aber, naja. Oh, Medizin und Feuerwehr. Herunterfallende Eiszapfen. Okay. Da schicken wir wieder mal einen Krankenwagen hin. Ich weiß nicht, was ich mit den Motorrädern anfangen will. Es ist. Ja. Es ist auf jeden Fall momentan nicht wenig los dafür. Ja, Einbruch, medizinischer Notfall. Hier ist irgendwas mit Bußgeld eintreiben. Ja, gegen Bußgeld habe ich nichts, da verdient man gut Geld. Aber gut. Okay, was ist das hier? Verwendung gefälschter Dokumente. Ja gut, wenn ich schon die Handschellen... Warum habe ich hier kein Auto? Wenn ich die Handschellen schon sehe, dann muss natürlich wer transportiert werden. Das verstehe ich natürlich. Weil ich sag mal so, hier sind zwei Leute mit Handschellen markiert und so wie das aussieht, verhaften die die gerade. Von daher, ja, wie man sieht, auf dem Motorrad kannst du die nicht transportieren. Deswegen, ja, passt ja. Zwei neue Ereignisse, Rotlicht missachten. Ja. Dann nimm du mal den. Gewalt in der Familie. Gut. Was ist hier los? Oh, der erste Anruf für heute. 112, what's your emergency? Hi, there's a car following me. Could you please help me? Where are you? In my own car. I just drove by 1683 Ferry Street. Okay. What car is following you? It's a black sedan. The thing is, I actually know the driver. Who is that? Do you know that person? There was a guy at a party, and he was really clingy, and I couldn't really get rid of him, so that's why I left. He's the one following me. I'll send an officer to do a routine check. Drive safely. Oh, thank you. Please do that as fast as you can. Ah ja, sie wird also verfolgt von einem Mitsäufer oder wie man das nennen soll, oder einem Partykollega, mit dem sie saufen war. Ja, momentan, irgendwo habe ich jetzt noch einen offenen. Wo denn? Ach, da habe ich auch einen. Da habe ich jetzt noch einen. Okay, den schicke ich mal wieder rüber. Wie weit sind die hier? Fast fertig, dann kann ich den da weiter schicken. Ja, da fährt einer hin. Ja, momentan. Ich würde gerade sagen, momentan ist es ruhig. Ja, aber man merkt auf jeden Fall, dass es mittlerweile etwas mehr Einsätze gibt als bisher kamen. Also ich meine, wir haben jetzt nicht mal die Hälfte geschafft von der Zeit her und haben fast 20 Anrufe. Haben 20. 26, ja gut, ist. Ja. Ah. Okay, werden angegriffen. Ich dachte, da muss jetzt Verstärkung hin, aber anscheinend doch nicht.
Ich habe ernsthaft jetzt so verstanden, dass die Verstärkung haben wollen. Achso, der fährt zum Krankenhaus. Anruf! What happened, sir? I hurt myself with a knife. Accidentally. Can you tell me where you are? Es hört sich nicht real an. Where's the wound? It's in the upper thigh. Are you sure you weren't stabbed? Well, I think that I could tell if I was stabbed or if I stabbed myself. Well, it does. I can't help you over the phone. Don't bullshit me. Just help. What do I do? I'm just trying to help. Okay, so tell me. What do I do? Sir, can you tell me the address, please? I'm just trying to help. God, you're such a drag. I'm gonna hang up if you ask me one more time. Ja gut. Ja gut, ich weiß ja nicht mal, wo der ist. Ach so, der sucht halt noch, okay. Also der Anruf hat sich für mich nicht wirklich nach Realität angehört. Ich meine, er wollte die Adresse nicht nennen, aber wollte medizinischen Rat. Naja. Naja. Ich meine, der sucht ja momentan noch die Adresse. So wie ich das hier verstehe. Und wenn er sie jetzt hat. Ein bekannter Anruf, perfekt. Dann schicke ich da mal direkt einen Streifenwagen hin. Weil ich weiß echt nicht, was da sein soll. Aber wir werden es ja gleich sehen. Wir warten mal, bis er ankommt und dann. Die benötigen einen Medic. Das habe ich ja verstanden. Aber warum sagt er nicht einfach, dass er medizinische Hilfe braucht und die Adresse? Muss man nicht verstehen, glaube ich. Muss man nicht verstehen. Naja, Fall gelöst, dann schicke ich den mal. Den schicke ich mal. Wie hin? 112, what's your emergency? Hello? 112, hello? I need the code, dear. Are you in danger? Ma'am, what code? The P-I-N code. Ma'am, you've reached 112. Do you have an emergency? Yes! I cannot use my phone! Unlock it! Ma'am, it's the emergency number. I can't help you with your phone. You'll need to contact your service provider. All cell phones are set up that way. Even if it's locked, you can still call 112 if you have an emergency. We need this line for people in real emergencies. Okay, I get it now. I'm sorry. Thank you. Goodbye. No problem. I hope you get your phone fixed. Goodbye. Okay, das war anscheinend das richtige Ende. Bist du sicher, dass... Ja, ich möchte diesen Einsatz ignorieren, weil diesen brauche ich nicht. Ja, Medic kann ich direkt zum Einsatz schicken. Polizei, Gewalt in der Familie. Aha. Klingt nicht schön, aber gut. Hier ist ein Sanitäter. Bei diesem komischen Anrufer ist gleich auch ein Sanitäter.
Warum muss ich da wen hinschicken zum Falschparken? Ich meine, eigentlich macht das doch das... Oh, hauptsächlich das Ordnungsamt. Ja klar macht das auch die Polizei manchmal. Dann schicke ich die Polizei direkt mal da vorbei schauen. Dann soll die mir nicht auf den Sack gehen. Ja, die roten Linien sind Stau. Deswegen ist er auch jetzt so langsam. Macht Sinn. Den schicken wir mal. Naja, den lassen wir einfach mal. Oh, da sind wieder... Es sind ein paar viele Ereignisse, die hier gerade unterwegs sind. Da kommen. Wo ich einfach nicht drauf geachtet habe, Alter, heute ist... Um es euch genau zu sagen, ich habe eben schon mal versucht, die Aufnahme hier aufzunehmen. Und heute ist so ein komischer Scheißtag. Krieg hier irgendwie gefühlt gerade gar nichts wirklich auf die Kette. Aber, naja. Halb löst, okay. Dann kannst du mal da wieder hinfahren. Hier ist trotzdem noch Stau, welcher sich langsam auflöst. Ach, da ist ein Krankenhaus. Sollen wir mal die Wachen ein bisschen heller markieren. So viele Krankenhäuser gibt es anscheinend gar nicht. Wir wollen jetzt noch ein paar Sachen... So, gut, die Zeit ist abgelaufen. Und dann, also die Schicht ist vorbei, das ist anscheinend der letzte Einsatz, beziehungsweise, nee, das ist der letzte Einsatz. Rohrbruch, herrlich, herrlich. Taschendieb und Rohrbruch. Okay, wie sieht das denn aus? Überschwemmte Straße. Geblockt von Rohrbruch. Also müssen die erst den Rohrbruch beheben und dann können sie... Das ist relativ geil gemacht, wie die das... Das ist echt genial. Ja, jetzt sind die an der überschwemmten Straße dran. Und wenn der Einsatz vorbei ist, dann war's das für heute. Mich interessiert mal, wie viel Geld wir gemacht haben, weil... 64 Rufe. Ist jetzt nicht wenig. Finde ich. Ja. Sind knapp über der Hälfte. Überleg mir immer noch, ob ich nicht die Polizeimotorräder lösche und dafür normale Streifenwagen kaufe, weil ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Motorrädern soll. Mit dem Motorrad oder mit diesem komischen Feuerwehrauto hier. Ja, mit diesem Truck oder SUV oder wie ich den nennen soll. Naja. Ja, Alarmzeit. Disponent hat befohlen, der Disponent hat nicht rechtzeitig reagiert und konnte auf den... Zeit abgelaufen? Okay. Keine Ahnung. Ja. Beförderungen haben wir 2. Karrierepunkte haben wir wieder plus 3 gemacht. 98,59% Effizienz. Nicht gelöst Notrufe. Okay. Ja. Ja, Grundeinkommen fast 50.000. Belohnungen, Strafen, Gehälter, Erwartungen. Insgesamt haben wir diesmal einen Gewinn gehabt von 51.000. Kann man sich schmecken lassen. Reicht auf jeden Fall. Von diesen 51.000, jetzt habe ich insgesamt 92.000. Davon kann ich mir natürlich wieder so schön eine Einheit kaufen. Was denn Feuerwehrteam? Technischer Dienst? Ach, das ist dann... Ah, das ist okay. Okay. Ja. Okay, super. Dann weiß ich das auch. Ja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Heute ist ein echt komischer Tag. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten. Und, ja. Kommentiert. Abonniert. Guckt mal unten in der Videobeschreibung nach, da sind so ein paar Sachen verlinkt. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen und dann haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao, ciao.